Hallo und herzlich willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, schauen wir mal, wie es weitergeht hier. Wir haben ja endlich die Isolierziegel geforscht und die werden jetzt hier an diese Wände außen eingebaut. Da oben ist Gotcho gerade dabei und baut die Ziegeln hier entsprechend dran. Das ist alles wunderbar und schützt uns hoffentlich vor den warmen Biomen, die hier um uns herum sind. Denn wenn man mal schaut, hier ist ein heißes Biom, hier oben ist, ja, wir haben Schleimbiome hier, die sind etwas wärmer. Hier ist auch heißes Biom. Das ist schon nicht so schön. Wir haben generell ein bisschen Unglück oder ein bisschen Pech, besser gesagt, mit unserer Karte hier. Also wenn ihr die nachspielen wollt, der Seed ist ja wieder in Folge 17 angegeben, aber da könnt ihr mir ja mal sagen, wie ihr hier drumherum baut oder wo ihr hier am besten reinbaut. Ich bin nämlich noch nicht sicher, was man da am besten machen kann. So, Forschung abgeschlossen. Die Innenausstattung ist fertig. Deckenlampe, Lampe und Blumentöpfe können gebaut werden. Und wir brauchen natürlich einen neuen Forschungsschwerpunkt. Und da gehen wir mal direkt auf künstlerischen Ausdruck. Denn hier die leere Leinwände und Skulpturblöcke, die würde ich auch gerne haben. Alles um die Moral und die Zufriedenheit unserer Leute zu erhöhen. Und wir werden in diesen Raum auch direkt eine Lampe reinstellen. Dann kriegen wir hier nämlich den Raumbonus für Massageklinik. Dafür fehlt hier nur noch ein Dekorationsgegenstand und den finden wir jetzt bei Möbel. Und dann nehmen wir hier die Lampe, die wir einfach, ich würde sagen, mittig stellen. Dann profitieren da beide Tische so ein bisschen von. Je nachdem, wer gerade wo drauf liegt, passt das schon. Ich hoffe, dass das hier kein Hinderungsgrund ist. Wird allerdings auch nicht angezeigt, wenn man auf die Raumübersicht geht, dass das stört. Von daher hoffe ich mal, dass das auch tatsächlich so ist. So. Wir bauen hier unten gerade eine Flüssigkeitspumpe. Ich hoffe, oder besser gesagt, wartet mal. Ich glaube, dass dieses Ei hier noch im Weg liegt. Da müsste, glaube ich, mal jemand schneller aufräumen. Werden wir mal ganz schnell eben erledigen. Ist das jetzt für die Pumpe oder für das Ei? Ich glaube, für die Pumpe ist das jetzt. Aber ist auch egal. Dann das eine bedingt ja das andere. Die Pumpe wird nur gebaut, wenn das Ei weg ist. Ich hoffe, dass das dann passt. So, wir verbrauchen immer noch mehr Sauerstoff, als wir produzieren. Und inzwischen kann man das auch schon ein bisschen besser sehen. Hier wird die Luft tatsächlich ein bisschen schlechter. Wir haben insgesamt sehr gute Sauerstoffatembarkeit hier. Aber in diesem Bereich, naja, ist es halt nicht so gut. Kommt noch dazu, dass hier auch Wärme produziert wird. Das kann man auch sehen. Die Geräte sind warm und strahlt auch ein bisschen ab. So. Aber wichtig ist, dass wir uns hier gegen dieses heiße und warme Biom absichern. Darum fehlen jetzt eigentlich nur noch hier diese Ziegeln. Dann sollte es hier in diesem Bereich auch deutlich besser werden. Auf der anderen Seite dann danach auch. Schauen wir erstmal. Ah, die Pumpe ist da. So, jetzt haben wir natürlich keinen Strom dran. Ist ja auch wieder klar. Momentan mit dem Laufrad und den zwei kleinen Batterien wird das auch schwierig. Wir könnten schon eine große Batterie bauen und vielleicht auch nochmal zwei Hamsterräder. Drum würde ich erst einmal hier zwei Hamsterräder, mein Gott, was ist denn los? Zwei Hamsterräder hinsetzen und eine große Batterie, Eigentlich würde ich am liebsten überhaupt keine Batterie hinsetzen, aber es geht nicht anders. Wir können die aber irgendwo ans Netz hängen. Die bauen wir später wieder weg. Das ist nur vorübergehend. Darum setze ich die dorthin, weil sie da auch schon am Stromnetz ist. So, dann ziehen wir jetzt das Kabel natürlich schön durch die Wände. Und hier hoch. Und dann ist natürlich auch schon wieder sehr viel dran an diesem Netz. Das wird aber später alles voneinander getrennt. Im Moment lassen wir das so. Und dann können wir das Laufrad hier oben nämlich abreißen. Dann haben wir da schon mal ein bisschen weniger Wärme. So. Wie viel Mehlaus haben wir eigentlich? Das müsste man eigentlich mal schauen. Nährstoffreiche Erde, Landwirtschaft. Nein, es ist essbar. Wir haben gar nicht so viel, würde ich sagen. Ich dachte eigentlich, es müsste mehr sein.
17.000 Kilokalorien sind nicht viel, ne? Oder? Weiß ich nicht. Bei einem Bedarf von 2.500 Kalorien. Ich weiß nicht, was die Duplikanten genau verbrauchen, aber... naja, ich meine, wir haben auf jeden Fall steten Nachwuchs. Ich denke mal nicht, dass hier einer verhungern wird. Ich hätte aber gedacht, dass es mehr ist. Mehllaus, Nährstoffriegel. Wir haben im Moment auch kein Läusebrot. Das ist eigentlich merkwürdig, weil wir Läusebrot eigentlich kontinuierlich produzieren. Und wir hätten, wie gesagt, halt auch Mehllaus da, um das zu tun. Merkwürdig. Vielleicht wird es Zeit, mal jemandem den Koch zuzuweisen, aber dafür bräuchten wir wirklich jemanden neuen. Wir haben nämlich keinen Koch. Da fehlt dringend einer. Wir müssen darauf achten, dass der Nächste, der kommt, auf jeden Fall gut kochen kann. Das ist jetzt unser Ziel für den nächsten Duplikanten. Wir haben ja jetzt zweimal abgelehnt. Dann wird es halt Zeit, beim nächsten Mal einen passenden zu finden. Aber hier wird auch geerntet ohne Ende. Also das reicht alles. Das ist alles in Ordnung. So, die Leitung mal bitte fertig bauen. Das wäre schon toll. Ja, da oben kommen die erstmal nicht dran. Wieso sind hier nur drei? Oh, das habe ich falsch abgezählt. Das habe ich falsch abgezählt. Das können wir alles zerlegen. Das ist nämlich schlicht falsch. So, also nochmal neu. Ich möchte, dass alle Räume 4 hoch sind. Mit Ausnahme jetzt hier von sowas. Da braucht man es nicht. Da könnten wir eigentlich auch schon eine Stromleitung jetzt hinlegen. Müssen wir ja eh. So, und was immer noch sehr viel gemacht wird, sind die Aufräumjobs, weil ich die mal irgendwann priorisiert hatte. Und ich will das auch weghaben, das Zeug. Wir haben extra die ganzen Lager gebaut. Dann muss das auch mal passieren. Und Gottschow macht auf jeden Fall weiter mit den Wänden. Das gefällt mir auf jeden Fall gut. Hier wäre es schön. Weil da ist es warm und da würde ich es halt... Hier würde ich es gerne mal sehen, wie sich es auswirkt. Deswegen werden wir das hier jetzt auch etwas höher priorisieren. Machen wir anders. Und zwar so... Nehmen wir die 7 und fertig. So. So, Batterie leer. Die sich hier speichert. Wie viel speichert die? Wie viel kann die Batterie speichern? 'Steht leider nicht dabei, wie viel gespeichert wird. Und bei den Kleinen steht es auch nicht. Schade. Ich würde mal schätzen, dass die große Batterie effizienter ist als die zwei Kleinen. Sonst gäbe es nämlich keinen Grund, auf den gleichen Platz nicht einfach kleine zu bauen. Es sei denn, die braucht vielleicht weniger Materialien. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich gehe davon aus, dass die besser ist als die zwei Kleinen. Ist aber nur eine Vermutung. So. Der nächste Duplikant ist bald soweit. 0,7 Zyklen. Das heißt, hier einmal schlafen und am nächsten Tag ist es dann soweit. Deswegen würde ich die Zeit jetzt mal ein bisschen hochstellen. Also die Geschwindigkeit, besser gesagt. Hier sind die Leitungen teilweise fertig. Hier ist die Wand fertig. Jetzt können wir uns das mal ansehen. Und in der Tat ist es jetzt hier grün geworden. Das heißt, hier kommt die Hitze nicht mehr durch. Und ich habe auch den Eindruck, dass es hier nicht mehr ganz so gelb ist. Kann mich natürlich irren, aber vielleicht sollten wir hier auch noch isolieren. Obwohl, ich möchte hier ja noch weiter runter eine Ebene. Das heißt, hier würde ich dann den unteren komplett isolieren. Obwohl, ja, man könnte noch ein bisschen tiefer gehen, ne? Ist halt die Frage. Gemeisterte Berufe. Templi hat die Minenarbeiter, die lernende Minenarbeiteraufgabe bewältigt. Herzlichen Glückwunsch.
Das ist schön. Wie sieht's mit der Forschung aus? Künstlerischer Ausdruck. Blöd, dass der Balken da jetzt vor ist, aber hier ist 9 von 10 und bei der Standardforschung 8 von 20. Und der nächste Tag bricht an. So, ich habe dummerweise das Rad abgebaut. Aber die neue Stromleitung ist noch gar nicht fertig. Aber jetzt wird es gerade gebaut. Es wird auch Zeit, weil momentan kann nichts geladen werden. Jetzt geht es wieder so weit. Und die Räder würde ich auch wieder hochstellen. Ich stelle sie diesmal auf 7. Vorher hatte ich es auf 6 gestellt, aber ich denke 7 wird dem eher gerecht. Denn es ist dann halt doch schon sehr wichtig. So, jetzt ist alles angeschlossen. Jetzt könnten wir noch das ganze Zeugs hier wegräumen. Würde ich auch gerne. Und dann würde ich die Leiter nämlich abbauen, dann ist dieses Loch zu. Und dann kommt hier eine manuelle Luftschleuse hin. Ja, das haben sie nicht gerne, da im kalten Wasser zu stehen. Außerdem können sie hier nicht atmen, das ist natürlich auch schlecht. Ja, ich fürchte, wir müssen jetzt langsam einen weiteren Algendioxidierer aufstellen. Oder vielleicht ein paar Terrarien. Dann haben wir denn hier viel Kohlenstoffdioxid. Ja, hier unten ist Kohlendioxid. Das heißt, hier machen Algenterrarien auch durchaus Sinn. Wisst ihr was? Ich stelle mal ein paar hin. Also, ja, was heißt ein paar? Also hier würde ich einen hinstellen, da noch einen. Und dann vielleicht hier an dieser Stelle nochmal. Die sind nicht schön. Die machen, glaube ich, ein Deko. Moment, was machen die? Steht nichts über Deko. Müsste man sich dann, wenn sie fertig sind, mal auf dem Dekorationsoverlay ansehen. Weil diese Pflanzen hier sind auch schlecht für die Deko. Aber wir können einen neuen Duplikanten holen. Und jetzt lasst bitte einen dabei sein, der gut kochen kann. Das können wir nämlich gerade gut gebrauchen. Also, Daumen drücken. Ah, keiner dabei. Keiner dabei. Das ist wirklich sehr schade. Dann bin ich geneigt, wieder alle abzuweisen. Ich sehe auch jetzt wirklich keinen, der... Ja, Land, der macht's gut hier. Da ist Landwirtschaft plus 2 und der hat auch Landwirtschaft als Interesse. Das würde passen. Hier passt es eher nicht so. Da aus meiner Sicht auch nicht so. Also grundsätzlich würde ich sagen, lehnen wir nochmal alle ab. Auch wenn wir dringend einen Koch brauchen. Das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwas nehmen und dann zum Koch ausbilden. Da nehmen wir uns schon die Zeit. So, das verschmutzte Wasser müsste mal entsorgt werden. Wir brauchen also wieder einen Auffangbehälter, wie wir das beim letzten Mal gebaut haben, für Schmutzwasser. Würde ich eigentlich gerne hier neben machen. Die Frage ist nur, wie weit kommen wir dann an die Keime ran? Ja, könnten wir hier noch bauen. Also so. Weiter runter würde ich hier, glaube ich, auch nicht gehen. Dass wir hier eigentlich zumachen könnten. Dann müssten wir nur hier den Zugang hier oben haben. Das heißt, das zerlegen. Das zerlegen. Das ganze Zeug ist weggraben. Dafür brauchen wir natürlich Leitern auch wieder. Sonst geht hier gar nichts. So. Oh, wir brauchen eine neue Forschung. Ich sehe gerade, der künstlerische Ausdruck ist fertig. Heißt, wir können jetzt bauen leere Leinwände, Eisblöcke und Skulpturblöcke. Das gefällt mir gut. Ein paar Fotos hier aufhängen in die Baracken, das ist schon eine gute Sache. Und wir brauchen eine neue Forschung. Und jetzt müssen wir mal schauen.
Sinn macht es, glaube ich, langsam auch mit der Gasverteilung zu arbeiten. Würde bedeuten, obwohl da haben wir schon hier, das ist eigentlich erstmal in Ordnung. Vielleicht gehen wir mal auf die Energiegewinnung. Hier, Kohlegenerator, Wasserstoffgenerator. Das brauchen wir nämlich auch recht bald, denn wir kommen hier mit den Laufrädern an die Grenzen. Wir jetzt auch mit dem Wasser anfangen sowieso. Und ja, wir müssen eh gucken, wo wir das Wasser jetzt hinbringen. Natürlich auf jeden Fall in die Toilette. Keine Frage. Damit können wir eigentlich direkt anfangen. Wobei, wir haben die besseren Toiletten noch gar nicht. Die Toiletten sind eigentlich so das Erste, was diese Wasserpumpe wirklich richtig nutzt. Von daher können wir noch ein bisschen warten damit. Das ist dann nicht schlimm. So, komm, baut unser Wasserreservoir, unser Schmutzwasserreservoir bitte. Das können wir in der Tat schon machen. Wir können hier einen Auslauf platzieren. Hier. Und ein entsprechendes Rohr. Und wir brauchen dann eine Flaschenentleerstation dafür. Nee, Moment mal, das ist ja falsch. Ja, das ist ja völlig falsch, was ich gerade mache. Hier müssen wir es ja tatsächlich anders bauen. Also hier wird es einfach nur so gebaut. Hier kommt Pumpe dran und das war's. Und dann läuft das Wasser da rein. Hoppla, falsch rum. So rum. Dann machen wir es so. Und den Auslauf können wir wieder zerlegen. Wir können später, glaube ich, auch das Schmutzwasser irgendwie anders sammeln. Oder. Aber jetzt müssen wir es erstmal so machen. Heißt, wir können das schon mal abreißen. Möchte schon, dass hier noch aufgeräumt wird. Außerdem braucht das Ding eine Plattform, auf der es steht. Was aber auch heißt, dass diese Schleuse eigentlich blöd liegt. Würde ich dann lieber so machen. Das Rohr zerlegen wir auch nochmal. So, jetzt wird das hier gleich fertig. Die Leiter kann weg. So, und jetzt kommt hier verschmutztes Wasser rein. Aber bitte erst, Nee, das passt so. Also das muss ich nicht einschalten. Glaube ich zumindest.
Ja, ich bin mal gespannt, ob das alles richtig ist, was ich mache. Also, die nächste Forschung ist fertig, die interne Verbrennung. Das heißt, jetzt können wir über die Energiegewinnung nachdenken. Und ich sage euch, was ich vorhatte. Ich wollte eigentlich... eigentlich auch immer noch einen Bereich bauen, der die gesamte Kolonie mit Energie versorgt. Das ist ja auch absolut sinnvoll. Diesen wollte ich eigentlich ja am liebsten hier bauen. Und dann wollte ich einzelne Stränge rüberschicken. Das kann ich, glaube ich, nicht mehr machen. Weil hier diese Schleimbiome sind und wir das noch nicht vernünftig entsorgen können. Ich wüsste zumindest nicht wie. Und darum werde ich von dem Konzept so ein bisschen abrücken und das hier oben irgendwo bauen. Wobei mir das eigentlich nicht gefällt. Nee, das gefällt mir ganz und gar nicht. Ich glaube, das ist ein Thema, über das ich mir noch mal ein bisschen Gedanken machen muss. So, was ist hier los? Warum sind die so grau? Ach, die sind erntefähig. Die müssen geerntet werden. Kommen doch schon Leute und machen das. Gut, also ich mache mir Gedanken, wie wir das mit der Energiegewinnung machen. Meinen ursprünglichen Plan kann ich aufgrund der Biome, die um uns herum sind, schlecht umsetzen. Am super besten wäre es gewesen, wenn wir ein kaltes Biom hier irgendwo gehabt hätten, wo wir die ganze Energiegewinnung machen und dann die Stromleitung hier schön reinführen. Den Traum kann ich aber, glaube ich, vergessen. Es sei denn, man macht es hier. Ja, ist halt auch sehr heiß. Aber gut, wir können ja hier isolieren. Über mehrere Schichten vielleicht noch eine zweite Schicht, dann die Transformatoren, dahinter die Energiegewinnung, irgendwie so. Ich mache mir auf jeden Fall Gedanken dazu und dann werden wir das in den nächsten Folgen hoffentlich irgendwie hinbekommen. Kein Forschungsschwerpunkt ausgewählt. Das müssen wir noch eben machen und zwar nehmen wir dann die Nahrungszubereitung, kriegen wir auch den Kantinentisch und dann können wir hier nämlich die Kantine einrichten. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Schöne Zeit und bleibt gesund, euer Dr. Wolfsherz. Ciao. Falscher Knopf. Ciao.